Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, der ganze Besuch ist weg. Und jetzt gibt es nach, ich glaube, 2 oder 3 Wochen wieder ein neues Video. Und was könnte es denn besseres geben als Moneymaker? Denn auch als mein Besuch da war, war ich natürlich in Moneymaker. Und habe da viel geupgradet. Und deshalb werden wir jetzt nochmal kurz aus Minecraft rausgehen. Dann werde ich hier YouTube holen, auf YouTube gehen und wir werden hier jetzt mal Rox HD eingeben. Ups, Caps ist aktiviert und wir werden mal in die letzte Moneymaker Folge reinschauen und gucken, was unser Stand ist vom 7.10. Jetzt haben wir den 23., also ungefähr 2 Wochen und wir werden jetzt hier mal schauen. Der ganze Besuch ist übrigens noch nicht weg, meine Cousins sind noch da. Aber die sind jetzt gerade unten. Ich habe mich hier oben in mein Zimmer eingeschlossen. Also ich habe mich wirklich eingeschlossen, ich habe abgeschlossen. Die wollten gerade schon reinkommen, aber ich habe nicht geantwortet. Also, ich habe mich hier wirklich komplett eingeschlossen und verbarrikadiert. Aber ja, wir hatten hier einen Kontostand von 32 AB und wir waren bei der Produktion bei 1,42 AA. Ja. Sieht man hier vielleicht noch irgendwo, wie viele Minen ich habe? Sieht man das vielleicht hier irgendwo am Anfang? Hier sind wir bei Level 344. Ich glaube ganz hinten 15 von 30 Minen hatte ich. Alles klar. Wir merken uns das mal. Und ich würde sagen, wir gehen auf Gommel drauf. Übrigens, ich habe ja meine FSJ-Stelle gewechselt. Da habe ich jetzt seit dem 1.10. habe ich jetzt eine Praktikum gemacht. Ab 1.11. gilt es offiziell FSJ. Bisher hat es nur als Praktikum gegeltet. Wie heißt es denn? Bisher habe ich ein Praktikum dort gemacht und offiziell mein FSJ startet am 1.11., aber ich habe jetzt halt schon wie ein FSJ dort gearbeitet, außer dass ich jetzt halt bisher noch kein Geld bekommen habe. Aber, nun gut. Hier habe ich übrigens auch das Jahr geschafft, 382 bin ich jetzt. Und wir gehen jetzt in Moneymaker rein. Und ihr werdet gleich schon sehen, vielleicht habt ihr schon kurz gesehen, ich habe gleich F5 gedrückt. Ihr seht vielleicht schon über mir, ich habe ein neues Cosmetic und zwar diesen Heiligenschein hier und wir gehen jetzt mal hier raus und schaut einfach mal nach da hinten, wo ihr nicht sehen könnt. Ja gut, ich habe, und das werde ich euch jetzt zeigen, ich habe viel Progress gemacht. In 2 Wochen konnte ich auch viel Progress machen, vor allem als ich arbeiten war, war ja in meinem Besuch hier am PC und hat auch in der Mine ein bisschen weitergearbeitet. Und zwar habe ich jetzt 23 von 30 Minen. Kontostand bin ich gerade bei 62 AE, Idle Cash 3,13 AD und hier bin ich überall bei AD. Mein Verdienststand, nicht offline war, 46 AE. Wenn man diesen Scoreboard jetzt mal vergleicht hier an der Seite mit dem Scoreboard hier, dann ist das schon viel, viel, viel anders. Ich habe sehr viel gemacht. Es gab in der Zwischenzeit auch ein Update, wo man hier die erreichten Einheiten sieht. Die habe ich jetzt halt hier alle am 16.10. erreicht, obwohl es nicht stimmt. 17.10., 20.10. Und AF kommt dann auch bald. Mein Bankarbeiter, den habe ich jetzt auch einen goldenen mit Episch. Der läuft dann hier, wie ihr sehen könnt, sehr schnell von A nach B. Und ich bin hier bei Level 640, hier bin ich auch bei Level 640. Und er lädt jetzt hier alles ab und dann rennt er wieder ganz schnell hin und her. So, 23 von 30 Minen. Mir fehlt jetzt nur noch der Goldesel. Sonst habe ich jetzt beides. Der Heiligenschein auch. Und das sieht, wenn man zum Beispiel hier in der Mine hinten ist, also hier, das sieht dann schon sehr ziemlich nice aus. Es gibt jetzt 2 Profile hier. Das habe ich jetzt einfach so erstellt. Da seht ihr aber, ich habe dort nichts gemacht. Alcash 0%. Und ja, hier kann man... Wir können ja auch mal kurz reingehen. Ich habe hier wirklich, absolut nichts gemacht. Ich habe hier nicht mal einen Arbeiter reingestellt. Und hier kann man theoretisch von ganz, ganz neu nochmal beginnen. Aber darum soll es ja nicht gehen. Wir sind ja jetzt hier. Und ja, das war eigentlich schon das Update. Man kann zu zweit Minen machen. Ja. Hier beim Aufgaben, da gab es in der Zwischenzeit etwas Neues. Hier habe ich auch schon ein paar Aufgaben gemacht. Aber ich habe jetzt auch nicht viel irgendwie in der Mine hinten gefarmt. Da können wir dann gleich auch nochmal reingucken und
gucken, was ich in den 2 Wochen so getan hat. Aber die meiste Zeit stand ich halt hier auf der AFK rum, weil, ja, ich hatte jetzt nicht so Bock, die ganze Zeit zu farmen hinten in Minen. Ich bin in 1.16.4, Leute. Warum bin ich eigentlich in 1.16.4? Ich habe das sonst immer in 1.8 gespielt. Naja, wir gehen jetzt hier mal durch. Hier ist übrigens ein GLP, der ist nämlich, glaube ich, auch neu. Den gab es, glaube ich, auch noch nicht seit immer. Aber naja, ich hab übrigens viele, ich weiß nicht, hatte ich das in der letzten Folge auch schon? Ich glaube nicht. Ich habe hier jetzt ein paar epische Mitarbeiter. Die ganzen letzten Minen, die auf Stufe 500 sind, habe ich jetzt solche epischen Mitarbeiter reingemacht. Also wie ihr seht, bis hier ist Level 500. Hier muss ich dann auch noch Level 500 machen. Könnte ich theoretisch mit 58 AE. Das würde dann, wie ihr da sehen könnt, ein Plus von 509 AC geben. Ich könnte aber natürlich auch den hier upgraden. Und das würde ein Plus von 1,19 AD geben. Obwohl sich das nur 54 Mal verbessert. Und das 357 Mal. Bringt das hier wesentlich, wesentlich mehr. Ihr seht jetzt auch schon, Produktion ist jetzt weit höher als Loren und Banktransport. Dann müssen wir das auf jeden Fall auch noch ändern. Neuen Arbeitsplatz gibt es dann hier. Dann muss ich gleich noch einmal Geröll entfernen. Und dann, ja, sind wir eigentlich, müssen wir noch ein paar Minen kaufen, alle upgraden. Und dann sind wir eigentlich fast durch. Ich weiß nicht, ob dann da noch was kommt und was dann da noch kommt. Boost habe ich jetzt auch nicht viele, weil ich war nicht viel hier in der Höhle und habe dann eben auch nicht viele, viele Booster bekommen. Und deshalb habe ich auch nicht viele eingesetzt. Hier 20 Booster habe ich jetzt eingesetzt in der saisonalen Aufgabe, die nur noch 8 Tage geht. Das heißt, ich habe jetzt in knapp einem Monat gerade mal 12 Booster gemacht, die ich halt hier durchbekommen habe. Die habe ich halt hier eingesetzt. Und ja, wir gehen jetzt mal in die Mine rein. So, und dann sehen wir schon, ich habe 8600 abgebaute Blöcke, Spitzhacken Level 42 und ich bekomme von einem Gold. Die ist richtig nice, dass wir hier die ganzen Leute nichts haben. Weil hier halt oft, hier sind halt die ganzen Leute, die halt nicht viel haben. Okay, der hat jetzt hier AF. Aber hier, vor allem hier, wenn man hier mal schaut, der hat M. Der hat hier, was hat der? Okay, der hat AC, der hat AA. Also sind halt so Leute, die noch nicht so viel haben. Oft sind es auch nur B und K Leute. Weil, ja, irgendwann hat man halt auch nicht mehr wirklich Lust, hier was zu machen. Da zum Beispiel K, M. Aber gut, ich bekomme aus einem, das wird irgendwie nicht immer angezeigt. Warum auch immer. Hier, 12 AD kriege ich ungefähr raus. Pro abgebautes Goldding. Wenn das nochmal angezeigt werden würde, hier nochmal 11,6. Wenn wir mal schauen, 9, 11, 10, 10. Also immer so 9, 10, 11. Und ab und zu, wenn man Glück hat, auch mal 12. Kriege ich aus einem abgebauten Gold raus. Und ja, eigentlich bringt es schon was, nur ich habe nicht wirklich Lust, da immer irgendwas zu machen. Hier irgendwie rumzufahren, meistens liegt halt einfach auf Kader. Und da ist ja meine ganzen Mitarbeiter arbeiten, da geht es dann auch relativ schnell. Ich nehme es gerade auch um 11.47 Uhr auf. Das heißt, über Nacht haben die alle ganz, ganz, ganz fleißig gearbeitet, hier die ganzen Arbeiter. Und ich habe jetzt auch schon wieder ein AE. Aber sonst gibt es ja eigentlich. Habe ich hier nicht viel gemacht. Hier die Chance auf einen Booster erhöht sich dann auch immer nur auf 0,003. Ich bin mal 0,663. Und ja, ich muss halt 420 Säubte hier die Goldblöcke abbauen. Damit es sich überhaupt erhöht. Und ja, also wegen Booster lohnt sich das Farmen hier nicht wirklich. Und ja. Oh, jetzt habe ich sogar einen Booster bekommen. Lol. Ist natürlich nice und eigentlich ist es nice hier abbauen. Wenn man nebenbei nichts zu tun hat, kann man da vielleicht was abbauen. Hier nochmal ein Booster. Und zwar wahrscheinlich ein etwas größerer. 150% Booster. Oh mein Gott. Das lohnt sich eigentlich echt. Vielleicht sollte ich wirklich nochmal ein bisschen mehr hier drin farmen. Eigentlich schon. Aber wir gehen jetzt mal wieder hier auf YouTube. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo, genau, hier waren wir in der Mine. Gucken wir mal. Spitzhacken Level 39 und 7000 abgebaute Blöcke. Spitzhacken Level 42 mit 8000 abgebaute Blöcke. Also ihr seht, so viele Blöcke habe ich da wirklich nicht abgebaut.
Und ja, wir gehen jetzt hier zurück. Aktivieren nochmal die Booster hier. Haben wir nochmal 160% Booster. Hier nochmal 2 Booster mehr, dann fehlen dann auch nicht mehr so viele. Und dann müssen wir mal gucken, Transportmitarbeiter, müssen wir noch 10 Level verbessern, damit es funktioniert. Kriege ich auf jeden Fall auch noch hin, aber erstmal müssen wir hier den Banktransporter ein bisschen verbessern. So, damit der ein bisschen höher ist. Jetzt laufen auch die ganzen Effekte schon aus. Und ja, das ist jetzt soweit der Stand nach 2 Wochen. Ich weiß nicht, wie oft ich Moneymaker jetzt noch jetzt bringen werde, weil im Endeffekt ist halt immer nur das Gleiche, was man hier macht. Und ja, sonst werde ich halt immer mal wieder hier reingehen, einfach die Sachen upgraden. Aber ich denke, viele Farmen in der Höhle werde ich jetzt nicht unbedingt. Ihr könnt ja gerne mal euren Stand hier reinschreiben. Ich glaube, der Basti hat mich in seine, weiß ich, eingeladen. Ich weiß, das habe ich gesehen, aber ich habe es noch nicht angenommen. Aber wahrscheinlich hat sich das einfach entweder zurückgezogen oder er ist nicht. Oder es ist halt ausgelaufen. Ich glaube, es ist ausgelaufen einfach. Und ja, wir sehen jetzt den 3,5 AE drin. Und wenn wir an die allererste Mine gehen, der produziert halt hier 935 pro Sekunde. Das ist halt absolut nichts. Eigentlich ist hier dieser Mitarbeiter auch komplett verschwendet. Ich nehme mal hier vielleicht irgendwie den schlechtesten, den ich hier habe. Weil da so einen guten Mitarbeiter zu verschwenden, ne, braucht man eigentlich nicht. So, bringt nicht wirklich was hier. Da sollten wir diese blauen lieber für die weiter hinten benutzen. Können wir mal gucken. Hier ist zum Beispiel ein blauer. Oder dafür ein blauer. Hier können wir zum Beispiel den einen blauen hier reinmachen. Und dann können wir hier vielleicht den anderen blauen hier reinsetzen. Kommt den hier mit ein bisschen mehr Ertrag. So. Und dann funktioniert das auch. Ich bin immer so bei meiner Platzierung hier im 1000er Bereich ungefähr. Bin ich ein bisschen drunter gerade. Und ja. Zockt ihr denn eigentlich noch ab? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der Hype ein bisschen verflogen ist. Auch wenn hier schon noch viele, viele Leute online sind. Aber ich denke so, der erste anfängliche Hype ist auf jeden Fall verschwunden. Aber mir macht es trotzdem auf jeden Fall noch Spaß. Und ich möchte auf jeden Fall auch hier die vollen Arbeitsplätze haben. Das ist auf jeden Fall noch mein Ziel. Und ja, mal gucken, wie viel Moneymaker ich auf jeden Fall noch bringen werde. Und ja, sonst gibt es dann eigentlich nicht viel zu erzählen. In meinem Episode habe ich mich gut eingelebt. Was soll ich hier denn noch machen? Und ja, dann werde ich mal gucken, wann ich zur nächsten Aufnahme kommen werde. Meine Cousins bleiben jetzt noch bis Sonntag. Und dann am Montag habe ich einen Kiefer-OP-Termin. Am Dienstag habe ich noch Fahrschule. Das heißt, vielleicht kommt Mittwoch, Donnerstag ein neues Video. Muss ich mal gucken, wie es alles funktioniert. Jetzt, wenn der ganze Besuch weg ist und die Routine in meinem FZ eingekehrt ist, kann ich auf jeden Fall auch wieder ein paar mehr Videos machen. Was wünscht ihr euch für Videos? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, was soll ich im Moneymaker vielleicht noch machen? Was soll ich dort vielleicht noch ausprobieren? Wir müssen auf jeden Fall das hier ein bisschen upgraden noch. Und ja, können wir nochmal ein Upgrade reinschallern. Hier vielleicht auch ein, zwei noch. Wenn es gehen würde, danke. Hier zwei nochmal rein, weil es bei Level 642. Also jedes Level, das hat sich eigentlich verdoppelt im Vergleich zu vor 2 Wochen. Also mega, mega Progress haben wir auf jeden Fall gemacht. Und ja, mehr gibt es dann eigentlich nicht zu erzählen, außer ich wollte noch euch was zeigen. Und zwar war ich hier mal, ich bin in meine Mega reingegangen und bin einfach nach oben gewackt. Ihr seht hier, das war AC. Das war, ich war hier noch bei AC, meine Produktion bei AB und sowas. Also ziemlich genau in der Mitte. Das war am 13.10. vor 10 Tagen also. Und ich bin einfach hier hochgepackt. Ich ging in Moneymaker rein und war dann hier oben. Und ich konnte hier rumspringen, ich konnte hier runterspringen. Und ich habe dann mal ein paar Screenshots hier gemacht. Hier ist meine Mine. Ihr seht, hier auch Arbeitsplatz verbessern und sowas. Und ich war einfach hier oben. Hier haben die dann solche Mineneingänge vorgebaut. Die stehen einfach neben der Mine auf der Map. Haben die hier einfach das vorgebaut, wie das dann aussehen soll. Hier ist auch verschüttet. Wenn man zu lange nicht online kommt, dann kann es sein, dass der Mineneingang verschüttet.
und die Lore da nicht durchfahren kann, dann staut sich natürlich alles. Da muss man auch eine Spitzhacke kaufen sich und das alles wieder freibuddeln. Und das sieht dann, glaube ich, so aus. Da muss man dann hier die Stadt, die 7 Blöcke mit der Spitzhacke hier abbauen, dann geht es wieder weg. Dann kann die Lore wieder durchfahren. Hier das Freisprengen für einen neuen Arbeitsplatz. Da haben die hier alles vorgebaut, das steht hier alles. Hier geht die Mine lang, hier sind dann die ganzen, hier ist Transportmitarbeiter und sowas. Und das war's, genau. Der Screenshot, da hatte ich gerade einen 120% Booster vom 14.10.22.30 Uhr. Na gut, das wollte ich euch noch zeigen, dass ich da einmal mal hochgebackt bin, das war richtig komisch. Nun gut, genug geredet. Also, jetzt geht's wieder los, mega Progress gemacht. Was soll ich noch im Moneymaker machen? Was soll als nächstes Video kommen? Jetzt wieder durchgestartet. Das mit der FSJ hat sich endlich geklärt. Mein Besuch ist weg. Und ja, ich habe mich gut in meinen FSJ, in meine neue Stelle eingelebt. Dort bin ich jetzt erstmal 10 Monate. Es wird zwar noch viel Stress geben, dann mit anderen Bewerbungen. Wie geht's nach dem FSJ weiter? Die ganzen Seminare. Da wird es auf jeden Fall noch viel Stress geben, aber der erste große Stress hat sich jetzt erstmal ein bisschen gelegt, ein bisschen beruhigt, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil das war echt keine schöne Zeit, aber das hat sich jetzt, das Anfängliche, das Große hat sich jetzt erstmal gelegt, jetzt kommen da noch ein paar kleinere Sachen, aber das verteilt sich alles und da bekommt man bestimmt alles gut hin. Und ja, dann genug geredet, die Folge geht schon wieder, fast 20 Minuten. Lass dein Abo, der gute Kommentar da, schreib alles in die Kommentare, habe ich jetzt oft genug gesagt und deshalb sehen wir uns im nächsten Video wieder, was ihr mir hoffentlich sagen werdet, was das sein wird. Nächstes Moneymaker-Video, wenn wir mal schauen, wann es kommt, wenn es wieder was Neues zum Reden gibt oder wenn ich wieder viel Progress gemacht habe. Dann bis zum nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao! So, wir haben es gerade 21.31 Uhr, also 9:30 Uhr. Und ich wollte gerade das Video noch heute hochladen. Weil meine kleinen Cousins noch da sind, habe ich es ein bisschen vergessen gehabt, das Video noch hochzuladen. Ich wollte es jetzt noch machen. Bin aber noch kurz im Moneymaker reingegangen. Habe ich ein bisschen was geupgradet. Dadurch hier eine Aufgabe fertig bekommen. Konnte ich hier mit das einsammeln, habe dadurch wieder richtig viel Cash bekommen. Konnte dadurch hier die Mine, das hier wieder, einen neuen Minenplatz hier kaufen, der jetzt 11,45 AD macht. Der 5,8 AD pro Sekunde mit Level fast 200. Der mit Level 1 macht schon 11. Kann eine neue Mine erst bei 2,35 AF freischalten und Geröll bei 11,75 AF. Und da dachte ich mir, wenn jetzt nochmal kurz so viel Progress passiert ist, ich wollte eigentlich nur kurz die ganzen Effekte aktivieren und das Geld nochmal ausgeben. Aber wenn, dadurch ist eine kleine Kettenreaktion entstanden und dadurch konnte ich so viel nochmal machen. Und ja, das war jetzt nur der kleine Progress. Nicht wundern, da hinten steht ein Wäschekorb. Ich habe nur mein Bett wieder zusammen gemacht und neu bezogen und alles und deshalb steht da hinten noch alles drin. Also die ganze Bettwäsche und sowas und den ganzen Bettlaken, die sich alles neu gemacht habe und es laggt. Naja. Deshalb steht das denn. Darum soll es aber nicht gehen. Das war nur der Progress. Ich bin jetzt bei sehr viel AD und das funktioniert nicht. Hier. Hallo. Danke. Ja, gut. Das hat jetzt nicht funktioniert. Naja. Das ist wieder in der nächsten Folge. Ich denke, so viel werde ich da jetzt plus nicht gemacht haben. Kein Tier 8 upgraden. Das wären dann plus 3,9 AD. Ich will jetzt aber hier auch gar nicht mehr viel reden. Wir müssen jetzt das hier wieder upgraden. Zack. Weil wir sind jetzt da bei der Produktion bei sehr viel höher als beim normalen. Können wir eigentlich hier alles reinhauen. In den Banktransport schon mal. Das werde ich jetzt auch noch upgraden. Aber ich will gar nicht so viel labern. Die Folge ist wahrscheinlich eh schon länger. Die werde ich jetzt noch schnell fertig machen und hochladen. Also jetzt wirklich bis zum nächsten Video. Habe ich es ja schon vor 10 Stunden gesagt. Beziehungsweise vor euch gerade eben. Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.